Seite 47 von 80. Lies die nächsten beiden Nachrichten und öffne den Forschungsdialog. Erste Nachricht. Es ist alles jetzt total vermurkst wahrscheinlich, weil hier noch viel zu viele sind. Obwohl, nee. Deine Wissenschaftler haben die Forschung im Bereich Technik Level 4 im Bereich Biotechnologie abgeschlossen. Nächster Bereich ist Antriebe. Nächste Nachricht. Und wir haben gerade die Carbon-Panzerung gelernt. Okay, jetzt sollen wir mit F5 in den Forschungsdialog springen. Alle zu erwartenden Forschungsherrungenschaften werden entweder blau oder schwarz angezeigt. Das heißt, es sind im Triebwerksfeld mindestens zwei weitere Durchbrüche vonnöten, bevor wir etwas Neues lernen. Okay. Wo wird es Neues lernen? Die nächste Forschungsfeldanzeige steht bereits auf gleiches Feld. Mach also weiter. Das heißt, wir lernen jetzt einmal Antriebe, das bringt uns aber gar nichts. Und wenn es dann nächstes Mal erforscht wird, dann kriegen wir erst was. Okay. Lies die restlichen Nachrichten und schicke den Brummi Nummer 12 zurück nach Stovetop. Das sind 6 Nachrichten. Na gut. Wir haben erforscht Minenverteiler 50. Das klingt schon mal praktisch. Wir haben die Berserker-Kolonisten auf Wallaby besiegt. Wir kontrollieren jetzt den Planeten. Okay. Und Brummi Nummer 12 hat alle Befehle ausgeführt. So. Wir sollen jetzt den nach Stovetop zurückschicken. Also Shift-linke Maustaste. Der Minedispenser 50 hat sich interessant angehört. Ja, das ist richtig. Es ist aber gerade kein guter Zeitpunkt, ein neues Raumschiff zu entwerfen. Lass eine neue Runde berechnen. Außerdem ist es anscheinend auch gar nicht nötig, weil diese Berserker ja nicht sehr stark zu sein scheinen. Aber in so einem normalen Spiel ist es bestimmt sehr praktisch. Also, lies deine erste Nachricht und schicke den treuen Verteidiger 5 zu Wallaby. Der treue Verteidiger Nummer 5 hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Du sollst nach Wallaby. Das haben wir doch gerade erst befriedet. Lies deine nächste Nachricht und spring zu dem neuen Mini-Bergbauschiff. Auftragsliste ist leer. Wir sollen jetzt nichts bei der Auftragsliste machen, sondern mit dem Mini-Bergbauschiff arbeiten. Na gut. Wir hätten gern den Mini-Bergbauschiff Nummer 8. Shift-Klicke auf Prune. Da. Und lege mit Flotte vereinen als Waypoint-Auftrag fest. Mit Flotte vereinigen. Du wirst feststellen, dass als Waypoint nicht mehr Prune, sondern der Baumbauflücker Nummer 6 angezeigt wird. Das ist richtig. Das heißt, das ist jetzt unsere Bergbauflotte. Lies deine nächste Nachricht und öffne die Produktionsliste von Stovetop. Die Bevölkerung von Wallaby hat abgenommen. Und wir haben wieder was anderes erreicht. Es ist echt durch den Rhythmus gekommen. Aber gut, wir öffnen jetzt die Stovetop-Geschichte und ändern die Produktionsliste. Erhöhe die Anzahl von Autobildfabriken auf 60. Das kriege ich wohl hin. Autobildfabriken 40, 50, 60. Am Ende der Liste fügst du Autobildbergwerke an. Autobildbergwerke. Wie viele? Am Ende der Liste fügst du Autobildbergwerke an. Okay. Bergwerke, bis zu 1. Das ist, glaube ich, nicht das, was er meinte. Okay. Nö, war nicht, was er wollte. Enthält nicht die richtige Anzahl, das ist richtig. Okay, Bergwerke entfernen. Ich nehme an, er will jetzt auch 60 Autobild-Bergwerke haben. Also 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, jo, das war's. Lies die nächsten zwei Nachrichten und stelle Konstruktion als nächstes Forschungsfeld ein. War dann also doch richtig. Wir haben einmal Stufe 4 Antriebe gelernt und lernen jetzt wieder Bereich Antriebe. Und wir haben Mozart unter Kontrolle. Wir sollen jetzt als nächstes Konstruktion im Forschungsmenü einstellen. Das machen wir nochmal. Und zwar hier bei nächstes Forschungsfeld. Konstruktion. Fertig. Lies deine nächste Nachricht und lass dir die neue Runde berechnen. Es gibt keine nächste Nachricht, die haben wir schon. Mozart ist immer noch unter unserer Kontrolle. Jetzt aber. Neue Runde berechnen. F9. Lies alle deine Nachrichten und schicke den Bomi 1 zurück nach Stove.
Das war eine einfache Runde. Es sind 13 Nachrichten. Na gut. Distanzsonde Nummer 2 wurde demontiert. Das war die, die hier ganz oben rumgelungert ist. Wir haben jetzt mehr Erze. Okay. Bevölkerung von Wallaby hat abgenommen. Da sind wir immer noch am Terraformen. Bromi 1 hat alle Befehle ausgeführt. Den schicken wir zurück nach Stovetop. So, erstmal Go to. Dann schicken wir ihn zurück nach Stovetop. Und warum kann ich keine weiteren Nachrichten anzeigen? Das ist doch komisch, das ist Nachricht 10 von 13. Und dazwischen fehlen ganz viele. Okay. Wir lassen einfach mal ein neues Jahr berechnen mit F9. Lies die erste Nachricht und füge einen Brummi in die Produktionsliste von Stove ein. Stovetop hat nichts mehr zu tun, dabei haben wir dem so viel Auftrag gegeben. Wir haben jetzt, warte mal, wo ist jetzt Stovetop? Da ist Stovetop. Auswählen. Wir haben auf Stovetop 245 Fabriken, 255 Bergwerke. Okay. Lies deine... Also, füge einen Brummi hinzu. Stimmt. Ändern. Brummi. Okay. Lies deine nächste Nachricht und springe zu 90210. Die nächste Nachricht ist... 90210 hat nichts mehr zu tun. Nun, wir können natürlich an der Produktionsliste drehen, aber ich schätze, es ist noch für ein, zwei Jahre in Ordnung. Sie bauen bis zu 10 Fabriken und bis zu 10 Bergwerke. Aber wir sind fast auf Maximum. Okay. Lies deine nächsten beiden Nachrichten und öffne das Forschungsdialog. Vor. Bevölkerung von Wallaby nimmt ab. Vor, wir haben Stufe 5 in Antrieben erreicht. Forschungsmanager. Klicke auf die verschiedenen Einträge in der Liste der erwartenden Forschungsdurchbrüche. Das Stargate hört sich ganz nett an, aber auch die Fregatte ist durchaus interessant. Gucken wir, was wir hier alles haben. Bei Energie hätten wir Terraforming 7 und später Terraforming 11 bei der Temperatur. Sehr praktisch, wenn man sich schnell ausbreiten möchte. Raketenbatterie, Wolf, Streuungsfeld. Was machst denn du? Ah, das ist ein besseres Schild. Materiebeschleuniger. Ermöglicht das Versenden von Materiepaketen zu anderen Planeten. Warnung. Verfügt der Zielplanet über keinen gleich starken Beschleuniger, sind Schäden die Folge. Ja, da habe ich mich schon spoilern lassen. Das soll wohl extrem praktisch sein, um andere Planeten zu bombardieren. Das heißt, da kann man jede Menge Erz einfach reinstecken und dann sagen, du schießt dieses Paket von unserem Planeten zu dem Planeten da hinten. Und wenn der keinen Massebeschleuniger hat, der ist genauso stark oder stärker ist als unserer, kriegt der Schaden. Das ist dann quasi wie ein Kometeneinschlag, was ganz schön übel ist. Aber ja, interessantes System auf jeden Fall. So, aber wir wollten weiter gucken. Waffen, was haben wir da noch? Ein Yakimura Lichtphaser ist ein besserer Laser. Ein Knüppel ist was? Erdkraft 90. Ist eine Waffe anscheinend. Okay. Eine Phaser-Bazooka. Eine M70-Bombe. Kolloidaler Phaser. Und ein Delta-Torpedo. Okay. Antriebe. Radioaktiver REM-Scoop. Ah, REM-Scoops verbrauchen gar keinen Treibstoff bis zu Warp 6. Das ist schon mal praktisch. Das heißt, man muss die nicht immer wieder auftanken. Vor allem für irgendwelche Aufklärer irre praktisch. Die können endlos im All rumflitzen. Alpha-Triebwerk Nummer 8. Also der hier bräuchte bei Warp 7 200%. Der hier braucht bei Warp 7 immer nur noch 100%, selbst bei Warp 8 100%. Das heißt, der hier verbraucht zwar Treibstoff, aber dafür kann er auch wesentlich schneller fliegen. Ja, das macht Sinn. Subgalaktisches Scoop, was bist denn du? Du bist nur bis Warp 7, bis Warp 5 kostenlos. Ist wohl eine kleinere Version von dem anderen Scoop. Kostet die nicht so viel? Kosten 3630, Kosten 790. Da übersehe ich irgendwas. Aber na gut, wir haben noch ein transgalaktisches Triebwerk.
das auf Warp 10 sogar noch 100% hat. Ein transgalaktischer Scoop, der bis 6 keinen Treibstoff verbraucht und Terraforming Schwerkraft 11. Na gut, Stargate 100-250, was auch immer das bedeutet, ermöglicht Flotten ohne Fracht in einem Jahr zu jedem anderen Planeten mit einem Stargate zu reisen. Irre praktisch. Aber warum keine Fracht? Das heißt, man kann damit nicht kolonisieren oder schneller kolonisieren. Weil sonst könnte man einfach einen Planeten sich aussuchen mit sehr viel Bevölkerung, also unser Stovetop. Und dann haben wir hier ein Stargate und könnten die Kolonisten von da direkt dahin springen lassen und von da aus dann weiter zum nächsten Planeten fliegen lassen. Das geht also nicht. Aber für Angriffsflotten oder Verteidigungsflotten irre praktisch. Kostet 333 Ressourcen, 200 Ressourcen und ein bisschen Erz. Warnung, Schiffe bis zu 500 Kilotonnen können erfolgreich bis zu 1250 Lichtjahre weit gegatet werden. Ein Überschreiten der Sicherheitsbegrenzung kann Schäden nach sich ziehen. Okay. Achso, das bedeutet das 100-250. Das sichere Gewicht ist 100 Kilotonnen und die sichere Reichweite ist 250 Lichtjahre. Okay. Stropnium ist eine Rüstung. Fregatte ist eine neue Schiffsklasse. Ein Bomber ist ebenfalls eine neue Schiffsklasse. Super Treibstofftransporter. Dieses Modell produziert jährlich 200 Einheiten Treibstoff. Schiffe in der gleichen Flotte werden 10% schneller repariert. Ah, das ist ein Supportschiff. Sehr gut. Und ein großer Frachter. Frachtraum 1200 Kilotonnen. Das müsste 4 oder 5 Mal so viel sein wie unser Brummi. Oh, ist ordentlich. Sehr gut. Elektronik, was haben wir da noch? Maulwurfscanner ist einfach nur ein besserer Scanner. Opossum-Scanner ist wiederum ein besserer Scanner. Stealth-Tarnung. Tarnt jedes Schiff mit einem Wirkungsgrad von bis zu 35%. Klingt jetzt irgendwie nicht so viel. Aber ich weiß noch nicht, was genau die Tarnung verursacht im Kampf. Spähauge 220. Das sieht aus, als wenn es auf dem Boden platziert wird. Feindliche Flotten im Raum können bis zu 220 Lichtjahre entfernt entfasst werden. Wie viel ist das? Von da... Wie könnte man nochmal ziehen? Das ging hier gar nicht. Frettchenscanner. Ist wieder ein Onboard-Scanner. Und eine Bombe. Okay. Biotechnologie. Ein DNS-Scanner. Feindliche Flotten im Raum können bis zu 125 Lichtjahre entfernt entdeckt werden. Dieser Scanner erfasst die wichtigsten Daten eines Planeten vom Orbit aus. Okay. Organische Panzerung. Panzerungsstärke 175. Wir hatten hier irgendwo auch eine Rüstung. Stropnium. Die hat nur 120. Also ist die biologische stärker als diese andere. Okay. Smart Bombe. Und ein RNS-Scanner. Der wesentlich weiter reicht. Na gut, das waren jetzt alle Forschungssachen. Er findet das Stargate und die Fregatte interessant. Ja, dem kann ich zustimmen. Und schließt den Dialog ohne irgendwelche Änderungen. Fertig. Lies die restlichen Meldungen und lass eine neue Runde berechnen. Die nächste Meldung ist... Wir können Papa Langbein bauen. Wir können Terraforming Schwerkraft bauen. Mini-Bergbauschiff 8 wurde mit Baumwurflücker Nummer 6 zusammengelegt. Mal gucken, wie die Flotte jetzt heißt. Die heißt jetzt Baumwollflücker plus Nummer 6. Können wir dich umbenennen? Name. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich mache es lieber nicht. Aber sonst würde ich es halt Bergbauflotte oder so nennen. Lies erst die Nachrichten. Das haben wir und lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies die erste Nachricht und belade den Brummi 12 mit Kolonisten. Brummi 12 hat alle Befehle ausgeführt. Gut. Einmal voll mit Kolonisten. Okay. Lege einen Waypoint bei Wallaby fest. Dort sollen alle Kolonisten entladen werden. Schon wieder. Also da ist ja schon ein Brummi unterwegs. Du fliegst bitte dahin. Du transportierst. Kolonisten. Alle entladen. Shift klicke noch einmal aufs Dorf Tob. Stelle hier als Auftrag alles verfügbare Laden ein. So. Alles verfügbare Laden. Es ist immer noch Kolonisten ausgewählt. Aktiviere die Wiederholen-Checkbox mit einem Klick. Klick. Die
Treibstoffschätzung gibt an, dass wir mehr Treibstoff brauchen werden, als wir geladen haben. Allerdings wird die Flotte nach dem Entladen der Kolonisten auf Wallaby leichter und braucht dementsprechend weniger Treibstoff für den Rückflug. Oh, das finde ich sehr schön, dass die Ladung den Treibstoffverbrauch mit beeinflusst. Sehr schön, sehr schön. Lies deine nächste Nachricht und springe zu deinem neuen Brummi. Belade ihn ebenfalls mit Kolonisten. Dieser Auftrag hier. Wenn man solche Aufträge vergisst, kann das sehr übel enden, denke ich mal. Denn ist der Planet hier irgendwann leer, in Anführungszeichen. Also es geht natürlich mit einem Brummi nicht. Aber wenn man da eine Flotte aus 100 Brummis hätte und das immer wieder machen würde, das würde schon komisch aussehen. Aber gut, lies deine nächste Nachricht. 90, 210 hat alle Aufträge abgeschlossen. Und springe jetzt zu deinem neuen Brummi. Brummi Nummer 7? Bist du das? Nee, er hat gesagt neuer Brummi. Also müssen wir jetzt zu Brummi 2 oder 12? Das ist er nicht. 2? Das ist er. Lies deine nächste Nachricht, springe zu dem neuen Brummi. Belade ihn mit Kolonisten. Okay. Leg einen Waypoint bei Oxygen fest. Dort sollten alle Lizid entladen werden. Oxygen ist da. Auftrag, Transport, Kolonisten, alle entladen. Shift klicke wieder auf Stovetop und stelle auf Auftrag alles verfügbare Laden ein. Alles verfügbare Laden, aktiviere wiederholen Checkbox. Jo. Beide Frachtschiffe werden jetzt ständig Kolonisten von Stovetop abtransportieren, solange bis du ihnen einen anderen Auftrag erteilst. Lies deine nächste Nachricht und füge ein Max Terraform Autobild am Ende der Produktionsliste von 90210 ein. Da war 90210 irgendwo, genau hier. Ändern. Wir hätten gerne ein Max Terraform am Ende. Max Terraform. Einmal. Ich verstehe das Max und Min Terraform irgendwie noch nicht so ganz. Ist damit das gemeint, dass wir von da nach da terraformen? Das ist dann Min und von da nach da ist Max? Vielleicht. Okay. Lies deine nächsten drei Nachrichten und schicken deinen Brummi 7 zurück. 1. Wallaby hat abgenommen. 2. Slime hat abgenommen. 3. Brummi 7 hat aufgegeben und erfüllt. Go to. Und schicke deinen Brummi zurück. Zurück nach Stovetop. Lies die letzte Nachricht und lass ein neues Jahr berechnen. Nächste Nachricht ist, du hast einen Planeten unter fremder Herrschaft entdeckt. Neil wird momentan von Berserkern reagiert. F9. So, nächster Cut. Und 53 von 80. Ich denke mal noch so 2-3 Episoden, also mit dem Tutorial durch. Und dann können wir endlich unser Sternenimperium gründen. Also ja, bis gleich.